Vor allem, damit wird ja wirklich suggeriert von wegen, hey, guckt euch das Video an, dann könnt ihr nämlich Titten sehen. Dass es dann eben nicht so ist, der Rettungstransportwagen bringt das Opfer, soweit denken die Leute gar nicht in dem Moment. Ah, dazu muss man auch ganz ehrlich sagen, sie sind halt eben nicht gehirngesteuert. Die Leute, ne? Ja, vor allem, man weiß es ja von Twitch, da darf man keinen nackten Oberkörper zeigen, wenn man eine Facecam anhat. Es ist kein Scherz. Es ist wirklich so. Twitch hat in seinen Statuten... Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Eingestellt, dass... wenn nötig, transportieren Sie sie ab. Gut. Brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Twitch hat in seinen Statuten ganz eindeutig geschrieben, du darfst als Livestreamer mit Facecam nicht deinen freien Oberkörper zeigen. Egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Ja, weil es unter Nudity fällt. Ne? Ja, weil es unter Nacktheit fällt. Ja. Ne? Und da denkt man sich dann auch, toll. So, und dafür sind schon Leute, bei Leuten schon Kanäle geschlossen worden für die Nummer. Ist auch richtig. Was hältst du dafür? Ist in Arbeit. Eine, die dafür bekannt war. Mittlerweile ist der Kanal auf Hitbox geschlossen, auf Twitch geschlossen, weil sie nämlich regelmäßig ihre Titten ins Videobild gehalten hat und die Nutzer haben sie auch dementsprechend darauf aufmerksam gemacht, von wegen, also Twitch und Hitbox, von wegen, Achtung, die zeigt. Die hat, glaube ich, drei neue Accounts aufgebraucht und die sind alle wieder abgeschmiert. Dann müsst ihr aber schon mal Twitch auf jeden Fall und Hitbox klagen, weil die damit mehrfach gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hat. Die hat Hitbox und Twitch Geld eingebracht. Warum sollen die das machen? Die sind doch nicht bescheuert. Spätestens, als sie den Kanal geschlossen haben, ist es aber hier... Ist es aber ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen, einen neuen Kanal aufzumachen. Ich weiß, aber wie gesagt, ist es zu einer Geiselnahme gekommen. Versuchen Sie, die Geiselnahme ohne große Zwischenfälle zu lösen und befreien Sie die Geiseln. Da hätten Sie den Kanal nicht schließen dürfen. So, Notarzt zu Befehl. Und Rettungswagen und Mannschaft zu bewegen. Jawohl. Ja, und außerdem, wenn sie die verklagt hätten, hätten die ja auch noch Geld von der bekommen. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also, ich fand das immer sehr interessant. Ich war gerade online gewesen, einmal Titten zeigen, geschlossen. Dann hat sie sich vorgenommen, ja, ich werde es nicht mehr machen. Nee. Ja. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Ja, einmal macht's wieder. Zu Befehl. Na, aber es ist halt leider die Gesellschaft so, dass sie halt wirklich auch auf sowas reagieren. Höre. 1, 2, 3. Brand vorbei. Erwarte Befehle. Jetzt ist es ein Großbrand. Was für ein Brand? Der Geiselnehmer verschanzt sich weiterhin im Gebäude und reagiert nicht. Die sollten das SEK dazu rufen. Ich habe keinen Brand. Was gibt's? Höre. Oh. Verstanden. Ja, aber das sind halt zwei der Themen, wo er sich ein bisschen ausführlicher drüber äußert. Nun, vor allem, er ist ja eigentlich ein Publikum scheu. Wie gesagt, normalerweise gibt er ja selten Interviews. Im LP, keine Frage. Erwarte Befehle. Alles klar. Aber ansonsten eher weniger. Erwarte Befehle. Dazu müssen wir sich aber eigentlich bloß mal fragen, warum er keine Interviews gibt. Ja, eigentlich ist er pressescheu. Und das macht ihn auch wieder Sinn. Das macht ihn irgendwie auch ein bisschen menschlich. Ja, das macht ihn auch wirklich ein bisschen menschlich. Da. Sorry, aber. Jawohl. Ja, bin dabei. Hm?
Weil effektiv, es ist, wie hier auch, es ist im Prinzip so, du sprichst mit einer Kamera oder halt mit einem, geh rein da. Nötig transportieren Sie sie ab. Oder halt mit Mikro unterhältst du dich. Ne? Und du hast aber keinen direkten Kontakt mit einer anderen Person jetzt. Gut, das wird wahrscheinlich auch für den Funken nicht gut ausgehen. Das ist aber was anderes. Ja, aber mies. Ich weiß. Ich hab den schon verstanden. Gut. Wobei man aber dazu aber auch sagen muss. Ne? Also es ist immer eine gewisse Distanz zwischen dem YouTuber halt und dem Streamer meinetwegen halt auch. Oder demjenigen, der die Videos erstellt, und der Person, die sich das Video ansieht. Es ist eine gewisse Distanz da. Ich meine, wir versuchen jetzt durch den TS, versuchen wir das nach Möglichkeit ein bisschen. Wir versuchen. Alles klar. Ja, wie soll ich das erklären? Wir versuchen. Ein kleines bisschen zu reduzieren. In Ordnung. Wir versuchen, die Distanz, die wir zu euch haben, klar, ne, wie gesagt, ihr seid wirklich, ihr guckt euch den... Ein Schaltkasten im Einsatzgebiet hat einen meine Güte, lass mich doch mal ausreden. Personen, die sich ihm nähern, einen starken elektrischen Schlag erreichen. Ich bin dabei. Reparieren Sie den Schaltkasten so schnell wie möglich, ne, also, und kümmern Sie sich, wenn nötig, um alle verletzten Personen. Meine Güte, bist du jetzt mal fertig? Danke. Also wir versuchen dadurch, dass wir den TS halt bereitstellen, versuchen wir die Distanz ein bisschen abzubauen. Ja. Ich weiß, es funktioniert nicht komplett, keine Frage. Aber eine gewisse Distanz versuchen wir halt dadurch jetzt wirklich abzubauen. Ja, ist halt so. Und ich denke mal, das ist uns auch bis jetzt... Warum wird mir hier die Gasename hier angezeigt? Da ist ein Bug! Das ist ein Feature. Ja, okay. Der Rettungstransportwagen hat Fahrzeug Krankenstation mit der Basis. Okay. Ne, aber wie gesagt, wir versuchen dadurch die Distanz zu euch zu minimieren. Erwarte Befehle. Ja, ist so. Nur und ich denke mal, das ist uns auch hier auf dem Kanal eigentlich. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen. Da müsste mir zum Beispiel der Wolf jetzt als Beispiel jetzt gesehen. Müsste mir jetzt irgendwie sagen, ob das uns gelungen ist oder ob das uns eher weniger gelungen ist. Weil du kannst es besser beurteilen als ich. Ja, ich würde sagen, es ist schon gelungen, weil es ist auch besser, sich direkt zu unterhalten mit jemandem, als jetzt, wenn ich jetzt was reinschreibe in den Chat, dann kommt halt eine Antwort zurück. Halt auch mit Zeitverzögerung, ne? Ja, ja, klar. Wird gemacht. Na, also ich finde, es ist schon gelungen. Aber ich muss dazu ganz ehrlich sagen, dann sollte die Pressescheuheit eigentlich auch noch nicht so gegeben sein. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Auf großen Veranstaltungen würde ich sagen, okay, wenn ich nicht auf große Veranstaltungen gehen will dazu und um mich so zu präsentieren, das würde ich absolut zugestehen dazu. Aber ich meine, wenn ich von jemandem eine Presseinfo gebe, ist es nichts anderes, als wenn ich gerade spiele mit Kamera. Ganz ehrlich. Wie gesagt, das ist halt eine Sache. Ich will jetzt diesen Artikel nicht jetzt auseinanderklamösern und auch nicht wirklich beurteilen, ob er das jetzt richtig gesagt hat oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Es sind mehrere Personen eingeschlossen und es gibt Meldungen zu verletzten Personen. Löschen Sie die Brände und retten Sie die eingesperrten Personen. Aber wie gesagt, kann ich verständlicherweise jetzt so nicht sagen zu. Ich bin der Meinung, es ist hier gut gelungen.
Verstanden. Dass wir halt auch den TS halt zur Verfügung stellen und zeigen auch, jupp, bitte kommt auf den TS, ja, und unterhaltet euch gerne mit uns während des Spiels, alles kein Problem, oder während des Streams, alles kein Problem, solange es zum, irgendwie zum Thema passt, beziehungsweise halt auch, jetzt habe ich es ja gemacht beim EM in der Story-Mission, hatte ich das ja gehabt, da bin ich ja gar nicht im TS gewesen, da bin ich ja wirklich nur die ganze Zeit nicht im TS gewesen, sondern nur während des Replays bin ich im TS. Einfach damit ich mich ein bisschen mehr auf die Story konzentrieren kann. Das ist aber auch das Einzige. Alle anderen Sachen, so chill mit W2SS.de, das Format, oder den Eurotruck, je nachdem, ob das aufgezeichnet wird oder ob das live gestreamt wird. Das sind halt Formate, da sind wir dabei. Oder die Spieleabende. Da stellen wir euch natürlich auch den TS zur Verfügung. Notruf. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Na, also, wie gesagt, wir machen. Also, ich kenne leider auch YouTuber, die dann auch sagen, ja, ist nett. Es ist nett, dass du es machst, Thorsten, aber verstanden. Das ist mir viel zu viel Aufwand. Jawohl. Das, ja, ist halt so. Höre, ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Ja. Jawohl. Muss jemand selbst wissen, ne? Bin bereit. Eben. Ne, vor allem, es hat nicht jeder so eine fette Leitung. Nee, Angeber. Es hat nicht jeder so eine fette Leitung. Es hat nicht jeder die Bereitschaft, einen Laptop hier laufen zu haben. Aber Thorsten, ganz ehrlich, wenn du sowas haben willst. Bin bereit. Ja? Gemacht. Und TS-Server kosten auch Geld, wenn man sie nicht selber macht. Ganz ehrlich, Thorsten. Was gibt's? Kein Problem. Das ist aber die Entscheidung der YouTuber selber. Ne? Das ist die Entscheidung der YouTuber und der Streamer oder whatever. Da möchte ich mich nicht einmischen. Ich sag dir, Thorsten, wenn du das nicht selber hier hinstellen willst, dann kannst du eigentlich gerade für TS, also wenn du nur was Kleines betreiben willst, wenn du jetzt natürlich viele Leute drauf haben willst, ist natürlich nicht so gut, aber gerade für so für kleine private Sachen, haben eine Meldung über eine Person kannst mit du einen TS auch relativ erhalten. Günstig selber herstellen. Stellen Sie Ihren Zustand im Internet einfach anschließend für wenig Geld kosten. In Ordnung. Ja, aber es ist dann halt schon wieder Geld, was dann bezahlt werden muss. Ganz ehrlich, da kommst du besser, als wenn du das selber Zeugchen stellst dazu. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich mach's halt so. Und das ist für mich persönlich die beste Variante, um halt mit euch auch ins Gespräch zu kommen. Und halt, ich mach's gerne. Also ich habe den Laptop jetzt hier schon, das ist ein uralt Laptop, also der hat eigentlich nicht wirklich viel Leistung. Aber für die Sachen, die ich mache, die reicht. Dafür reicht er vollkommen aus. Ja, aber ich muss dir sagen, Thorsten, für eine Grundversion vom TS-Server zahlen wir ungefähr 1,99 €. Also 2 Euro hier pro Monat. Und das spricht ca. 24 Euro im Jahr. Ja. Und ganz ehrlich, das ist hier... Ja, das ja, ist wie gesagt, ich schon wieder in Laptop. Ordnung. Ich mache ja auf dem Laptop ja nicht nur den TS. In Ordnung. Habe ich halt noch ein bisschen mehr laufen. So ist es jetzt nicht. Das hast du ja, das weiß man ja. Bin dabei. Aber ich meine jetzt bloß fürs TS-Server zu hosten. Verstanden. Ist so teuer ist es wirklich nicht. Ne, aber wie gesagt, manche Leute wollen einfach nicht so viel. Guten Abend. Okay. Hi. Ich bin wieder da. Ja, das ist schön. Ja, aber manche Leute wollen einfach nicht so viel Geld dafür investieren, auch wenn es nur 2 Euro im Monat sind. Das ist deren Sache. Ja, das ist ganz logisch. Das ist ganz logisch. Aber ja, ich wollte bloß damit anbringen, das ist so teuer jetzt, dass man das